Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Sandy und heute spielen wir nach langer Zeit mal wieder Horse Valley. Ich sitze gerade noch auf meinem wunderschönen Paint Horse. Es ist eine Stute und falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, wo ich sie gekauft habe, verlinke ich es euch jetzt einfach mal im i. Bevor es heute mit dem eigentlichen Video weitergeht, muss ich ganz kurz erstmal meine süße Stute hier versorgen, die irgendwie immer noch keinen Namen hat. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht wirklich wieso, aber ich konnte mich die ganze Zeit jetzt nicht entscheiden, was wir für einen Namen nehmen und sie kommt auch nicht mit. Ja moin, wir brauchen dringend was zu trinken für sie und danach kaufen wir uns den nagelneuen Appaloosa. Ein paar Sekunden später. Kleines Mäuschen, ohne Namen. Oh Gott, die Arme, ich muss ihr unbedingt einen Namen geben. Aber zumindest ist sie jetzt, oh, einigermaßen gut versorgt. Okay, das eine Heu hat nicht gereicht. Das heißt, wir müssen ihr jetzt wahrscheinlich nochmal ein Heu geben. Ich hätte gesagt, das reicht. Wir setzen uns auf die kleine Maus und machen uns auf die Suche nach dem Appaloosa. New horses in 38 seconds. Oh, nein, das heißt, wenn wir den Appy jetzt finden, dann ist er jetzt gleich wieder weg. Wo sind denn eigentlich die Pferde? Ich habe schon so lange kein Pferd mehr gekauft. Aber hier ist niemand. Sind alle Pferde jetzt in dieser Koppel? Hier ist der Paint Quarter. Wo ist denn der Appy? Ein paar Sekunden später. Oh mein Gott, wir haben ihn. Oh mein Gott, da ist er. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Wir machen mal den Fotomodus aus. Wir steigen ab und oh mein Gott, da ist er. Da haben wir richtig Glück gehabt. Es ist sogar eine Stute. Denn in dem letzten war kein Appy dabei. Aber da ist er. Ich warte natürlich auch, bis es wieder hell wird, dass ihr ihn gut sehen könnt. Aber wir kaufen, oh mein Gott, den wunderschönen Appaloosa. Ich hatte irgendwie gehofft, dass wir vielleicht jetzt mal was Männliches bekommen. Aber das ist hier ja definitiv nicht so einfach. Und deswegen haben wir jetzt tatsächlich wieder eine Stute. Aber ich wollte natürlich unbedingt den Appy kaufen. Und wir gucken auf jeden Fall jetzt auch gleich, ob wir ihr, ich mache mal nochmal ganz kurz das Interface aus, ob wir ihr auch ein komplettes Set noch kaufen. Denn ich habe relativ viel gespart. Ich habe nichts dazu gekauft mit Robux, sondern ich habe alles gespart. Und deswegen können wir uns definitiv gut ein Set für sie leisten. Ich gehe jetzt einfach mal derweil in die Halle, denn draußen ist es super finster. Hier ist es gefühlt auch extrem finster, aber ich bin absolut verliebt. Sie ist eine Rapsstute. Sie ist wunderschön. Oh mein Gott. Und seht ihr das? Sie hat an den Augen auch noch weiß. Also sie hat nicht nur das Blanket hier hinten, sondern sie ist auch noch an den Augen weiß, was mir ziemlich gut gefällt. Aber jetzt gucken wir mal, ob wir ihr ein Set kaufen können. Als erstes müssen wir einen neuen Outfit-Slot generieren. Hat das jetzt nichts gekostet? Ich glaube, das letzte Mal war das irgendwie kostenpflichtig, oder? Wir geben jetzt einfach mal Appaloosa ein, weil die kleine Maus hat nämlich auch leider noch keinen Namen. Und jetzt gucken wir mal, was wir ihr kaufen. Vielleicht was Pinkes? Ich weiß nicht, warum ich das immer mache, aber ich möchte gefühlt immer irgendwas Pinkes haben. Wir haben 1740 von den Gems oder den Diamonds und wir können eigentlich gefühlt alles kaufen, was wir wollen. Also vermutlich nicht alles, was wir wollen, aber ziemlich viel, was wir uns vorstellen. Aber ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher, was ihr gut stehen wird. Eine Ewigkeit später. Was haltet ihr denn von Lila? Ich finde Lila ehrlich gesagt wunderschön und mir würde wahnsinnig dieser Sattel gefallen. Aber der kostet 3000 von den Diamanten oder von den Gems und das ist so unfassbar teuer. Deswegen dachte ich mir, dass wir uns vielleicht einen der Holiday-Sattel kaufen, denn die sind glaube ich nicht immer da. Aber der sieht sehr, sehr ähnlich aus wie der Marble.
Oh mein Gott, Leute, das ist ehrlich gesagt schwerer als gedacht. Also den haben wir hier schon und das ist quasi der andere. Und ehrlich gesagt sieht der jetzt nicht so viel anders aus. Und wenn ich mir jetzt überlege, dann gefällt mir gefühlt wieder das am besten. Aber alle meine Pferde haben diesen Marvel-Sattel drauf und ich möchte jetzt endlich mal irgendwas anderes. Später. 3000 Jahre später habe ich mich, glaube ich, entschieden für ein Set, das jetzt nicht hundertprozentig für eine Stute ist, aber das kann ich gefühlt auch jedem Hengst oder jedem Wallach, den ich bekomme, anziehen. Das ist das Season Set und das ist, glaube ich, nicht mehr allzu lange im Shop und ich finde, es sieht wunderschön aus. Ich wollte es jetzt nicht Ton und Ton haben, denn also das Pad, das ich genommen habe, ist eben dieses sehr bunte und ich wollte dann unbedingt irgendwas, was eben nicht mega heftig bunt ist mit dem Sattelpad und ich glaube, das sieht ziemlich gut aus und wir kaufen das jetzt auch. So, jetzt müssen wir hier wieder raus. Hilfe, close. Und dann machen wir natürlich das Interface aus und gucken einfach mal, wie das ganze Set an ihr aussieht. Es ist ziemlich schade, dass sie kein Hengst ist und dass man das sich hier nicht aussuchen kann, denn das würde mir wahnsinnig gut an einem Hengst gefallen. Aber ich glaube, ihr steht es trotzdem, denn Ende des Tages ist es ja egal, ob das eine Hengst oder eine Stute ist. Aber ich mag eben einfach gerne rosa und wenn es eine Stute ist, dann trage ich einfach auch gerne rosa. Wir können einfach mal mit ihr zum Barrel Race gehen. Und ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare schreiben, wie findet ihr den neuen Appaloosa? Ehrlich gesagt würde ich wahnsinnig gern die kleine Maus nehmen und mit ihr züchten. Aber das ist hier... Jetzt warte mal, ich glaube, ich muss das Interface anmachen, oder? Ja, sonst sehe ich die Sterne nicht. Hier in Horse Valley ist das so ein Drama zu züchten. Gefühlt ist kein anderes Spiel so unfassbar dramatisch zum Züchten wie Horse Valley. Deswegen spiele ich Horse Valley auch nicht mehr so oft, weil es hier einfach mir persönlich viel, viel, viel zu lange dauert. Und ehrlich gesagt, meine Zeit, die ich verbringe, verbringe ich im Moment in Star Equestrian, weil ich dieses Spiel einfach ziemlich cool finde. Aber ich muss ehrlich sagen, ich kann mir vorstellen, dass ich jetzt auch wieder öfter Horse Valley spiele. Denn wie süß ist bitte der Epi, oder? Und ihr kennt mich, Appaloosa sind definitiv meine allerliebsten Pferde. Ich werde mich jetzt auf jeden Fall noch im Springen versuchen, um Gottes Willen. Oh mein Gott. Aber da sind hier auch ganz viele andere Spieler. Um Gottes Willen, da komme ich nicht rum. Ich habe einen Wendekreis wie ein LKW. Ich sollte erstmal was anderes trainieren, denn ich liebe Springen. Springen ist zwar eines der schwierigsten Dinge hier, glaube ich zumindest. Ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare Da habe ich wohl ein bisschen, also, ne? Aber ich mag Springen mega, mega gerne, weil es einfach etwas ist, was ziemlich cool ist. Und wenn das Pferd besser trainiert ist, geht es auch definitiv schneller, denn diesen Sprung schaffen wir im Moment nicht. Ich habe trotzdem Level abbekommen, was mich ehrlich gesagt ein bisschen wundert. Aber ich glaube, bevor ich das nächste Mal springen gehe, muss ich definitiv noch ein bisschen in den Round pennen, denn mein Pferd läuft noch nicht so rund. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst ja sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Dann hätte ich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!